Dem dicken Kotzbrocken entkommen, sind wir in die tieferen Etagen von Styx vorgedrungen und nehmen uns hier mal die ganzen kleineren Wachen hier vor und verarbeiten sie zu Kleinholz. Ja, eine weitere Folge von Asteragos Curse of the Stars. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ihr seid bei Alles Furchtbar kommentiert und ich bin der Daniel. Ja, hier haben wir nochmal eine Wache. Es geht weiter. Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, man muss hier immer so ein bisschen warten, bis die Elektrizität prockt hier von der Waffe. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Stab besser funktioniert. Oh, da ist echt noch einiges. Da ist noch ein Siegel. So, jetzt lohnt sich mal wenigstens für eine Salbe. Auch da, wir haben ja ein bisschen aufgestockt, speziell in der letzten Folge nochmal, was die Schmuckstücke angeht. Momentan habe ich ziemlich viel, ja, Resistenz eigentlich drin. Was ist da denn dahinter? Würde ich auch mir ganz gerne mal anschauen. Deswegen nehme ich hier gerade allgemein wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden, als das noch zuletzt der Fall war. Vielleicht ist Styx aber auch insgesamt jetzt ein bisschen einfacher geworden, dadurch, dass wir ein paar mehr Level hatten, als wir zum ersten Mal hier waren. Was hat er eigentlich hier liegen? Ist das ein Donut? Nee, irgendein Teller. Sieht aber aus wie so ein Donut, den die Polizei sich holen würde in Amerika. Wir haben hier dann wieder Zettelchen zum Lesen. Oh, ich sehe da sehr viele Zettelchen. Uralte Notizen eines Forschungsgehilfen. Seit Lady Hypatia den roten Sternit erschaffen hat, kann sie es kaum erwarten, herumzuexperimentieren. Bei den Göttern, dieser markerschütternden Schrei kann von keinem Wesen dieser Welt stammen. Plötzliches Hörnerwachstum bei Mutant Nummer 6. Mutant Nummer 6 glich bereits von Beginn an einem Monster, aber ich habe noch nie etwas gesehen, was seinem jetzigen Zustand ähnelt. Lady Hypatia will, dass ich an sie glaubte. Sie glaubt, dass ihre Forschung die Götter preisen wird. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Das Fell des legendären Hundes Pallas, das Rückgrat der Hydra, das junge Gehirn des Riesengeweih Hirschbox. Diese Mischung ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Lady Hypatias Genialität ist wahrlich beeindruckend. Bis jetzt ist mir noch nicht einmal die Verbindung zwischen der Chimäre und dem legendären Astaix aufgefallen. Sie aber ist vor allem darauf gestoßen. Sie ist dazu bestimmt, Los Petrius zu übertreffen. Lady Hypatia hat es geschafft. Der Astaix ist das schönste Wesen, das ich je erblickt habe. Schön, ehrwürdig und mächtig wie der Baum der Sterne, Fresco. Gepriesen seien die Götter. Ein Wunder, dass Lady Hypatia es fertiggebracht hat, diese schreckliche Ungetüm in eine solch atemberaubende Kreatur zu verwandeln. Wird das auch nochmal zu Gesicht bekommen werden? Ich gehe nochmal ein bisschen zurück, weil wenn hier so Siegelsymbol ist, wir hatten glaube ich ganz hinten auch noch, ob hier nochmal was zu lesen ist. Das hatten wir glaube ich schon. Ich gucke nochmal rein. Ja, das hatten wir schon. Ich glaube, wir hatten nämlich am Anfang oder auf der entgegengesetzten Seite nochmal so zwei. Da geht es auch nochmal raus. Zwei Kerkerzellen. Und ich guck mal, ob ich da auch noch reinkomme. Da schon überall drin? Ja, da war ich schon überall drin. Hier oben ist nämlich noch was und hier unten, da hat glaube ich auch noch was geblinkt. Ne? Natürlich, andere Seite. Den Weg hätte ich mir sparen können. Da hinten, ach, das sind so Schalter, da brauche ich diese, brauche ich irgendwelche Kerne wieder dafür offensichtlich. Da haben wir alles gelootet. Dann bleibt tatsächlich nur die eine Seite übrig. Wir hatten die Markierung da, das könnte der Weg zur Otto sein. Moment. Ah, eins wollte ich noch gucken. Da ging es doch irgendwo links rein jetzt da noch, oder? Ah, das war weiter vorne. Ich irre hier umher. Ja, Styx ist eigentlich ziemlich übersichtlich, möchte man meinen. Gucke ich doch mal da raus. Was ist denn hier? Loch der Leere. Lademodul verwenden. Moment, ich kann hier Lademodule einsetzen? Wie viele habe ich denn davon? Ach, das sind die für die... Ah, Moment mal. Das sind die für die... Für die Ballisten aus der Stadt, man nennt es. Okay, wo kam ich denn jetzt her? War das hier? Wiege des Phylacteriums. Sieht das erste Mal gar nicht so schlecht aus, ne? Ja.
Da ist einmal ein Symbol. Und da werden wir hin müssen. Drei Gegner auf einmal. Na komm, dann gehen wir gleich in die Offensive. Oh, Moment mal. Wir können das Ganze natürlich auch ein bisschen defensiver spielen. Man muss hier nicht unnötig sterben. Kostet nur wieder guten Sternstaub. Schlüssel zum Eingang des Obergeschosses. Mehr Crafting-Material. Da kommen wir weiter. Sehr gut. Dann müssen wir natürlich auch nochmal hier in den Nebenraum reinschauen. Ja, könntest du mir mal auf die Sprünge helfen, liebe Hilda? Was ist denn hier? Inwiefern hilft uns das denn weiter, Hilda? We need to go deeper oder we need to go up? Mal gucken. Also weiter hoch geht's nicht. Guck mal, ich höre da wieder Schritte. Da kommt doch gleich wieder jemand ums Eck, oder? Zumindest kümmere ich mich hier um die Insassen. Da geht's auch wieder runter. Nein, jetzt bin ich wieder beim Eingang. Ah, die Backdoor quasi freigeschalten. Das werden wir jetzt einmal das Ganze durchquert. Jetzt haben wir natürlich überall noch diese Nebeneingänge gehabt. Respektive da, wo wir die drei Mechanismen eingelegt haben. Ah, nehmen wir noch mit. Waren ja auch noch Sachen, also da waren ja auch noch andere Wege. Möglicherweise kommen wir da noch weiter. Muss ich mir erstmal ganz kurz wieder orientieren. Das ist Backdoor gewesen. Hier kommen wir nicht weiter. Und dann waren hier links ja nochmal diese Eingänge. Irgendwo war da eine. Und wenn da einer ist und wir haben drei, ich sag mal, Abzweigungen, dann können wir doch sicherlich auch bei den anderen Abzweigungen auch nochmal reingucken. Genau, da gibt es nochmal getrennte Eingänge und Ausgänge. Dann fangen wir mal im Uhrzeiger, gegen den Uhrzeigersinn an. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir rausgekommen sind. Achso, das war hier nur das eine Räumchen. Und hier ist verschlossen. Außer Loot nichts los. Beschädigte Notiz Nummer 3. Wir werden uns morgen in die schillernden Tiefen begeben. Ich glaube, nach so vielen Jahren habe ich mich endlich an diese endlosen Tage ohne Pause gewöhnt. Erstens 3 Gläser Sternstaubwein. Zweitens 2 gereinigte Archontenroben müssen faltenfrei sein. Drittens Probesammelbeutel muss Sternit halten können. Viertens, 4 magieresistente Amulette, nur für den Fall. Fünftens, mehr Testsubjekte schicken, mit Agidios abklären. Sechstens, Marvel den Iris-Entwurf geben, Agidios überlassen. Siebtens, bestätigen, dass das Lebenserhaltungselixier des dunklen Wächters mit der Zelle den ausgewählten Gefangenen verbunden ist.
Achtens den mutierten Isrus-Stenit in die Analysator geben. Prozess dauert 3 Tage, das heißt, die Ergebnisse können abgeholt werden, wenn wir aus den schillernden Tiefen zurückkehren. Neuntens, Agidius psychologisch beraten. Es wird viele Dinge geben, bei denen es auf ihn ankommt. Wir müssen sicherstellen, dass er mit dem Druck umgehen kann. Heieiei, was ist mit meiner Leserei momentan los, ey? Das ist ja furchtbar. Bei jedem dritten Wort verlese ich mich hier. Also, dann ist hier unten doch aber jetzt eigentlich nichts. Jetzt hier noch irgendwo was übersehen. Wir haben den einen Weg jetzt hier frei gemacht. Der mich jetzt aber auch kein Stück weiterbringt. Hier muss es noch irgendwie reingehen. Und das war jetzt nur der Weg, den wir frei gemacht haben. Das wundert mich, dass hier echt nur eine Sackgasse ist. Gucken wir jetzt gerade nochmal um, ob hier unten noch überhaupt irgendwas ist, was ich übersehen haben könnte. Ich meine, ich bin hier so ein bisschen ja durchgerauscht. Hab vor allem auch ganz viel Klipper weggemacht. Vielleicht ist da doch noch irgendwo was. Achso, jetzt hatte ich einen Moment lang den Anschein, ob da vielleicht noch... Moment, war ich... Doch, da war ich auch schon drin, ne? Genau, dass die eine Schriftrolle geleuchtet hat. Hat sie natürlich nicht. Sonst hätte ich sie natürlich auch lesen können. Und hier komme ich wieder auf der rechten Seite durch. Und hier bei dem großen Tor, dass da was passiert. Und dann hätte ich jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, hier wieder über den Backdoor hochzugehen. Oder wir machen das vorne, wo ich jetzt eh schon, sag ich jetzt mal, relativ in Sicherheit war. Um dann mich da Stück für Stück nochmal ein bisschen zurückkämpfen zu können, wenn ich denn... Oh Gott, ich verlaufe mich hier in einer Tour. Es wird hoffentlich irgendwann besser werden, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung hier in Sticks habe. Das hatten wir schon. The phylactery's cradle. The slab looks relatively new, but the inlay is very old. Could it have been replaced? Komme ich denn hier nochmal weiter nach oben? Also ich werde jetzt hier gleich rechts den Ausgang haben. Und dann ist die Frage, geht es hier noch weiter hoch? Ja, es geht noch weiter hoch. Ich höre auch Stimmen. Schlüssel zum Eingang des Obergeschosses verwendet. Ah, dann, wenn das mal nicht richtig war. Was höre ich denn da? Das ist gar nicht lecker, was ich da höre. Ach, das ist wieder so eine. Na komm. Mehr Schein als Sein. Da vorne ist wieder so ein Kristall. Du brauchst mich gar nicht erst anzuvisieren. Oh. Da ist auch noch einer. Goldbarren. Türen bekomme ich hier leider keine mehr zusätzlich auf. Da ist noch mal einer von diesen. Purgatory. This place makes me feel a bit uneasy. Magic is unusually intense, even for Aphis. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr da angekommen, wo wir uns ein bisschen umschauen können. Da hinten ist auch nochmal ein Echo. Wow, der nimmt sogar durch den Wurf durch schon jede Menge Schaden. Na komm her. Komm, trau dich. Trau dich. Wehe, du bist jetzt so eine grüne Schlabberkiste. Ich warne dich.
Brave Kiste. Ich möchte denn hier hin? Ach ja. Okay, das ist ja doch ein größeres Areal, als ich jetzt eigentlich gedacht hatte. Beeindruckend. Schön. Und da drüben tappelt wieder irgendwas rum die ganze Zeit. Also müssen wir jetzt hier einmal auch wieder gegen den Uhrzeigersinn. Oh, Moment mal. Er? Ich glaube, gegen den sollte ich noch nicht kämpfen, ne? Ich gehe mal ganz kurz woanders hin. Ich glaube, er hat keine Lust mehr. Hat mich schon vergessen. Echt, jetzt steht er da jetzt die ganze Zeit rum. Das Dumme ist halt, ich habe jetzt nicht mal irgendwie einen Speicherpunkt, wo ich sagen könnte, alles klar. Weiter geht's. Ich kann jetzt höchstens versuchen, mich durchzudashen. Oder, ach, er geht jetzt auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt unten dann umschauen könnte. War eine mächtige Sprungkraft, wie es ausschaut. Moment mal. Komm mal kurz rein da. Ach, hey. Okay, ich verstecke mich mal da hinten im Eck. Damit er mich hoffentlich nicht erspäht. Also wer es noch nicht weiß, ich habe gegen den ja schon mal gekämpft. Das erste Mal, als ich hier in dem Bereich war. Das sah auch gar nicht so schlecht aus. Bis er dann irgendwann sein Feuer, also sein Hammer angezündet hat. Besser gesagt, hat er da irgendwie so einen Schacht aufgemacht, was aussah wie so ein Ofen. Und hat mich einfach reingesteckt. Und dann war ich tot. Konnte ich gar nichts gegen machen. Deswegen denke ich mal, ist es wie gesagt nicht so schlau, gegen den jetzt gerade anzutreten. Wo ist er denn? Er dreht jetzt einmal die Runde, oder wie? Oh, da kommt er wieder. Bin gar nicht da. Warte mal, bis er wieder durch ist. Und dann werden wir uns weiter wagen. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Er fällt runter. Es ist so ein Vogel. Er hat zumindest jede Menge Schaden bekommen. Ich weiß nur nicht, ob der jetzt auch wieder hochkommt. Gut, wir nutzen mal die Gelegenheit. Grüner wird's nicht. Ein Speicherpunkt! Es war so Zeit. Es war so Zeit. Kann ich mir die Sachen... Ne, die kann ich mir nicht anschauen. Dann muss ich jetzt wohl erstmal mit ihm reden, ja? Wer ist er überhaupt? Was macht er hier? Who are you? And why do you want to help me? Let's go in and talk. There's someone inside I think you'll want to see. Someone I'll want to see? Otto? You were here all along. Hilda, I'm sorry. The door opened all of a sudden, and then when I thought about the other safety, I just couldn't wait any longer. I definitely didn't expect to be confronted by a hammer-wielding monster the moment I set foot inside. I've seen him too. What is that thing? You fought him? By the winds, he just won't die. You're lucky you got off without a scratch. Anyway, it attacked and I just charged in. It was this man who came to my rescue. This is a cage. It's not within the Black Warden's jurisdiction. You don't have to worry. The
As long as you remain here, the Black Warden won't attack. A cage? Who are you? Petrius? No, my name is Agenon. I'm a political prisoner. I've been here for 1,000 years. You? We have a lot to talk about. Haben wir. Scheint so. Wandmalerei Nummer 5. Womit habe ich diese Bestrafung verdient? Bei den Göttern. Ich glaube noch immer daran, auf dem rechten Weg zu wandeln. Wandmalerei Nummer 2. Ich denke immer noch an den Kerzenschein, den Gesang und die täglichen Gebetslesungen im Tempel. An diesem Ort gab es mehr als nur Wärme. Ich habe mich hineingehorcht und werde verhindern, dieselben Fehler von neuem zu begehen. Bei den Göttern, eines Tages werde ich die Gelegenheit haben, zu diesem Leben zurückzukehren. Beschädigte Notiz Nummer 1. Ein Phylakterium. Der große Plan des Meisters, um die Wahrheit zu finden, ist ein Phylakterium. Heute gibt es einige Dinge, die ich für ihn erledigen muss. Erstens, 3 Gläser Sternstaubwein. Müssen erneut gemischt werden, bevor sie der Meister um 6 Uhr, 14 Uhr und 22 Uhr trinkt. Die Achontenroben reinigen, müssen faltenfrei sein. Für Marble einen passenden Sternitschmied finden. Aridikus fragen. Aigidius. Tranquilitquelle, zuerst muss ein Weg in die schillernden Tiefen gefunden werden. 5. 3 Testsubjekte, ruchlose Gefangene auswählen. 6. Isrus-Mutanten aktivieren. Amphispena-Kommando nutzen, um sicherzustellen, dass sie alle tun, was der Meister verlangt. Wandmalerei Nummer 1. Mein Meister hat nicht aufgegeben. Und auch ich werde es nicht tun. Dies ist die perfekte Gelegenheit, meine Stündlein hat noch nicht geschlagen. Noch kann ich mich zusammen mit meinem Meister wieder erheben. Wandmalerei Nummer 3. Ich brauche diese Tage keinen Schlaf. Und ich kann die Gründe für die Taten meines Meisters immer weniger nachvollziehen. Doch ich bin weiterhin überzeugt, dass nur er mich weiterbringen kann. Ich darf nicht mehr darüber nachdenken. Ich muss mich mehr anstrengen, um meinem Meister zu helfen. Wandmalerei Nummer 4. Dieser Schmied muss einen verdorbenen Charakter haben, so wie er die Götter missachtet. Und dennoch möchte ich mich weiter mit ihm unterhalten. Vielleicht, weil er mich an meine evangelikalen Mission und meine Verpflichtung dem Tempel gegenüber erinnert. Wir reden erstmal mit Otto. Sorry, I started without you. It was just all so sudden. It's all right. Are you hurt? I'm fine. Glad to see you weren't hurt either. Let's talk. Bist du den dunklen Wächter vorher schon begegnet? Ja. Seinetwegen ist unsere Mission fehlgeschlagen. Eumenides hat uns gewarnt, dass er nicht auf uns aufmerksam werden darf. Aber er hat uns nie mehr über ihn erzählt oder auch nur erwähnt, dass er unsterblich ist. Als wir in Styx für Unruhe sorgten, haben wir ihn angelockt. Wir waren unvorsichtig. Gut möglich. Als er auf einmal anfing zu kriechen, habe ich mich auch fast zu Tode erschrocken. Ich wollte mich nicht auf einen Kampf mit diesem Ding einlassen. Deshalb brannte ich sofort hierher, als ich die Tür öffnete. Verflucht. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich würde mich auch nicht mit ihm anlegen wollen. Wir müssen uns sicher sein, wo genau die anderen stecken. Verstanden, ich bin bereit. Du und deine Afeserin, versteht ihr euch immer noch gut? Bislang sogar sehr gut. Ich habe ihr versprochen, für sie in Styx nach etwas zu suchen. Was? Schon wieder? Versteht das nicht falsch, aber behandelt sie dich nicht wie eine Dienerin, die ihr jederzeit zur Verfügung steht? Ich glaube daran, dass sie dir der Stadt hilft, zur Normalität zurückzukehren. Und sie ist vollkommen anders als Eumenides. Es ist schwer zu erklären. Bitte, du musst mir einfach vertrauen. Ich, wie du meinst. Dein Auftrag ist mein Auftrag. Also, wie soll ich dir dann nicht helfen? I'm so sorry about Sean. Sean? You saw him. I saw his weapon and some blood on the ground. And I saw the Black Warden. You don't mean at the entrance, do you? As soon as I set foot inside, the Black Warden ambushed me. I fled, but there was a strong smell of blood. Yeah. The weapon left nearby was definitely Sean's hammer. Damn it. That thing's gonna pay for this. Sorry. I thought you already knew. If some of our fellow soldiers made it back safely, chances are they wouldn't have left a trace. So at least there's that. True. All I can think of right now is those who lost their lives. I disobeyed orders to look for them, and now there's more I can't save. Emil, and Sean. As a soldier, as a brother in arms, I failed. I don't deserve to be part of the Northwind Legion. You can't think like that. You passed the trials to join the Northwind Legion,
And once you're in the Legion, your place there is without question. But whenever we're really up against it, you always do better than me. I just can't do things the way you can. That's not true at all. It's not easy for me either. I've just been a little luckier, that's all. Nobody's perfect. Least of all me. All we can do is try our best. All right. Who's still missing? Three. Barrack, Lalonde, and Organ. Do you remember where you were when you split up? Barrack went missing when we ran into the Black Warden. Organ and Lalonde got tangled up with a group of zealots during their escape from Styx. But they were sprinting fast, so there's a good chance they made it out. I'll tell you if I find anything. I wouldn't worry. Northwind Legion soldiers aren't so easy to kill. What's more, Barrack won the archery competition at the New Year celebration. The New Year celebration. Since coming to Aphis, I'd almost forgotten about those happy days. How is it your resolve has never wavered? I really do admire you the most, you know? You... Never mind. I know what you mean. If I hear anything, I'll let you know straight away. Thank you. Wir alle Avancen machen. Erst Shay, jetzt er hier gleich. Ja. Das ist dasselbe, ne? Ja, genau. Deswegen können wir es abbrechen. Gut. Dann haben wir... Ja, leider, leider doch. So, jetzt reden wir mal mit ihm. Ich habe viele Fragen über dieses Platz. Ich habe plenty für dich auch. You say you're a political prisoner. Judging by this room, you're pretty well connected. It's not that unusual. There have been no more prisoners locked up in Styx since Petrius took control of the place. Styx has since become his personal laboratory, and any who joins his Physicoi gets assigned a room. So where is Petrius now? Oh, he's been gone for several hundred years. When he left, he said that he would not be coming back. Nach ihm selbst fragen. Mal schauen, wer er eigentlich ist. Würdet ihr mir verraten, was ihr früher gemacht habt? Ich war der hohe Priester des Tempels und einst diente ich Petrius, als er noch Arkon war. Sicher haben ihnen viele gedient, aber die meisten wurden letztlich so wie ihr gefangen genommen, nicht wahr? Da habt ihr wohl recht, sehr scharfsinnig. Mein Verbrechen wog nicht so schwer wie das von Petrius. Folglich war meine Strafe kürzer, doch bedauerlicherweise saß ich hier fest, wenn ihr versteht. Wegen Asterikus. Ihr kennt euch mit den Geschichten von Aphis gut aus. Bitte fahrt fort, warum seid ihr hier geblieben? Es scheint, als könntet ihr dieses Zimmer nach Belieben verlassen. Der Anschein der Freiheit drückt. Ich bin noch immer ein Gefangener. Würde ich diesen Raum verlassen, würde mich der dunkle Wächter sofort töten. Und ich habe nicht vor, mich zu den fanatischen Physikoi zu gesellen. Ich bin unter anderem zum Sühnen und Beten hier geblieben. Für all die Opfer der Experimente. Ihr habt wirklich eine fromme Seele. Das ist meine Pflicht. Über die jüngsten Jahrhunderte war der dunkle Wächter nicht sonderlich aktiv, sodass ich mich etwas freier bewegen konnte. Doch seit die Fremden hierher gekommen sind, ist er in höchster Alarmbereitschaft. Wir können nicht einmal unser Zimmer verlassen. Wir? Ich bin der Einzige hier. Vergesst es. You seem to know Petrius well. Do you know where the Archon Relic is? Relic? Interesting. I can't imagine why you'd want to look for the relic at this point. After a thousand years, does Aphis finally want to elect a new Archon of the clergy? I need the relic for something else. It may help with Asterigos. Oh? Who told you that? That's not important, but if I don't find it, we can't do what needs to be done next. If you want to find the relic, you need to go through the underground dungeon to Petrius's secret chamber. However, the key was destroyed a long time ago. Now, the Black Warden is the only one who has a way to get in. Why does the Black Warden have a key? It's part of the test by the guards. A test? For a prisoner, you seem to know quite a lot. I've been here for a thousand years. It's hard not to know about these things. You're coming here. It's divine providence for sure. I want to help you, so if there's anything else you want to know, just ask.
Ja, wir haben auch noch Fragen, aber die werden wir jetzt heute nicht mehr stellen. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt und ja, müssen die Dialogoption auf das nächste Mal verschieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, und wir werden uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Dann geht es an Ort und Stelle wieder weiter und dann werden wir auch noch die weiteren Fragen klären. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin, macht's gut. Ciao.